Ja, es ist wieder soweit. Wir sind wieder zurück. Wieder ein Röntgenlöllchen, wieder im Spectator-Modus. Und wie man sieht, wieder mit Nidalee, also mit der Magifix und dem Schweinchen. Wieder selbe Aufstellung. Aber diesmal am nächsten Tag. Und diesmal ist es auch nicht so spät wie beim letzten Mal. Letztes Mal war mein Gehirn am Ende so ein bisschen so. Was ja so ist, bei den Gegnern, Diana im Jungle, interessant. Da denkt man eher, Kha'Zix geht in Jungle, aber Kha'Zix macht dann wohl die Top-Lane. Alistar und Draven gehen Bot. So. In der Mitte sieht man dann Lux gegen auf der anderen Seite, ich glaube, Katarina, genau, Katarina war das. Und ich würde sagen, da wird es auch echt spannend werden in der Mitte, weil Katarina macht, ich würde sagen, deutlich mehr Schaden als Lux. Dafür halt im Nahkampf. Das heißt, sie muss irgendwie schaffen, ranzukommen, ohne dass halt, ja, Lux sie vorher stunt. Ne? Lux muss halt Katarina auf Abstand halten. Und schon wieder so ruhig am Anfang, so ruhig. Nichts, genau. Mein Headset springt aber erstmal in einer gewissen Tonhöhe, also Tonlautstärke an. Deswegen höre ich den Anfang nie. Sonst alles normal, Shaco im Busch. Sagt Diana, habe ich jetzt noch nicht so häufig gesehen im Jungle, aber ich denke mal, so kann ganz gut funktionieren. Wie gesagt, Kha'Zix ist da eigentlich der bessere Jungler, aber kann auch sehr gut die Toplane machen. Obwohl der gegen Darius, das wird eine harte Nuss. Naja, wir werden sehen. Auf der Botlane, Draven und Alistar gegen Nidalee und Varus, ne? Die beiden wieder, wie auch die letzten beiden Spiele, deutlich den Range-Vorteil, ne? Klar, hohe Range. Draven macht dafür mehr Schaden direkt als Varus. Und Alistar hat halt sehr guter Crowd-Control. Das heißt, er kann halt hier hochwerfen, er kann wegstupsen und sowas. Und damit kann er halt ziemlich gut das Kampfgeschehen lenken, während Nidalee nur Speere werfen kann, sag ich mal. Das ist zwar ein Vorteil, aber ist jetzt nicht das Nonplusultra. So, hier oben ganz klassisch. Shaco stellt ein paar Puppen auf. Sobald nämlich hier der Blue dann spawnt, kriegt er erstmal ordentlich eine gewatscht. Und naja, deswegen, Shaco braucht auch keine Hilfe. Der macht das in wenigen Sekunden. Ich glaube, der ist am Anfang der schnellste, vielleicht das schnellste mit dem Blue. Das geht echt ratzfatz. Wir können gleich mal zugucken. Ich sehe die Zeit gerade. Jetzt auch nicht die Zeit. Oh, jetzt geht's auch los. Ja, man sieht hier, das geht runter wie nichts. Und hier kommt dann das Smite und hier ist es gerade am Anfang, gerade haben sie Hälfte runter. Da hat Shaco deutlich den Vorteil. Oh, geht hier runter, will er direkt ganken? Anscheinend. Okay, direkt Fast Gank hier vorne. Oh, oh. Oh. Entkommt. Ja, er entkommt. Schweinchen kriegt heftig auf die Nase. Draven muss sich zurückziehen. Shaco will sich hier. Ja. Und? Wo gelangt der Dolch? Oh ne, stimmt, der hat gar keinen Dolch. Der hat ja die Kiste. Aber er hat sich den First Blood geholt. Sehr schön. Hier muss ich jetzt alles ein bisschen zurückhalten. 1 gegen 2. Muss ein bisschen am Tower kleben. Wie sieht es in der Mitte aus? In der Mitte ist jetzt relativ ausgeglichen. Vom Farm her 6 zu 7. Ist auch noch alles ausgeglichen. Auf der Toplane nicht so ausgeglichen. Ne? Wie gesagt, Darius hätte ich voraus. Also wäre meine Vermutung gewesen, dass der ja deutlich im Vorteil ist. Hat man gesehen, er gibt Hälfte des Lebens raus und Kha'Zix ist platt. Oh, hier könnte es. Ja. Da kommt die Anna, sind hier in die Falle. Aber denke ich mal, ja, kommt weg. Aber dafür hat sie hier halt jetzt sozusagen Probleme beim Jungeln. Weil sie halt sozusagen so angedötscht ist. Hier unten beide ziehen sich weit zurück zum Tower am Tower. Werden wieder von den hohen Range-Attacken der beiden gefolgt. Shaco bereitet in der Zeit hier mit seinen ganzen Püppchen den Red Buff vor. Würde gleich hier pullen, dann reinlaufen lassen und ja, wenn ihr es gut sieht. Shaco, wie gesagt, jungelt ein bisschen anders als normale Jungler. Dafür halt sehr effizient. Die Ganks sind auch super bei Shaco. Das einzige später im Team Clash, da ist er nicht ganz so super. Oh, Darius kommt ja in der Mitte. Kann aber nichts anrichten. Lux ist zu weit hinten. Und auch zu schnell. Ja, man sieht hier ist ja ganz klar der Range-Nachteil von Katarina. Es ist immer ein bisschen schwierig, mit Nahkampf gegen Fernkämpfer zu spielen. Muss da zwischendurch ran. Damage machen. Das Problem ist aber, sie kann halt ordentlich was abbekommen. Shaco kommt hier rein. Der Flash und sie ist weg. Muss sie halt immer schön. Also, ne, Katarina macht mehr Schaden, aber Lux hat halt den Reichweitvorteil.
Shaco versucht sie nochmal am Tower wegzuäumeln. Oh, zieht sie noch weiter zurück, Lux. Das ist wahrscheinlich die beste Idee. Ja. Shaco jungelt weiter. Einfach hier die Ghost vom Gegner kurz stehlen. Muss ja auch mal sein. Mittlerweile hier hat das blaue Team ein bisschen vorgepusht. Insgesamt 0-2, also 2-0 fürs lila Team. Deutlicher Vorteil. Besonders halt First Blood natürlich immer gut. Wenn auch leider keiner als Assist beteiligt war, hat er am Ende nur noch Shaco bekommen. Die anderen beiden haben leider nichts mehr abbekommen. Schauen wir mal auf die Creeps. Da haben wir bei Draven 12-12 ausgeglichen. Oh, da kriegt die alte Mag die Nidalee ordentlich was auf die Nase. Aber Draven lässt sie dann in Ruhe und greift lieber Varus an. Gut, okay. Katharina zieht sich zurück, hat aber eigentlich volles Leben. Kriegt auch hier eine Kugel ab und muss dann zurückgehen. Bisschen sinnlos, aber naja. Auf der Toplane, Katzix hat jetzt ziemliche Probleme gegen Darius, besonders wenn auch noch Shaco gankt. Jetzt gibt's einmal Red für Darius. Will Katzix was wegsnacken oder? Das wäre nämlich nicht die ideale Idee. Der Ping war unnötig, der ist doch da. So. Auf der Botlane. Sieht alles noch langweilig aus. Was haben sie sich denn so gekauft? Schuhe. Oh, hier wird gerade gekauft. Shaco ist gerade back to base. Kauft jetzt direkt die ausgebildeten Schuhe, okay. Meistens kauft man sich erst, kann ich hier den Shop aufrufen? Ich weiß gar nicht, wie es heißt. Nein, kann ich nicht. Der Vorgänger von Madrid Schnitter. Nee, Madrid Schnitter, genau. Das andere war Madrids Blutschnitter. Wo ich gar nicht mehr weiß, ob es das Item noch gibt. Ich glaube nicht. Ich glaube, es wurde entfernt. Das ist jetzt peinlich, das weiß ich gar nicht. Oh. Hier. Will sich Nidalee anholen. Und jetzt. Auch noch nach vorne gestupst. Aber. Ja. Ne. Ein Speer auf die Entfernung macht halt keinen Schaden. Das war ein bisschen. Schade, bisschen mehr gewollt als gekonnt. Oh. Lux wird zerlegt. Hier sieht man, Katharina macht einfach höllischen Schaden. Wenn es anbringen kann. Was sie hier definitiv tun kann, besonders mit Hilfe von Shaco. Oh. Gank auf der Toplane. Auf Darius, aber Katzix muss sich zurückziehen. Hat zu viel kassiert. Aber geht jetzt nochmal rein. Und das könnte. Oh. Darius holt sich noch den. Und. Rennt jetzt hier weiter in den Tower und stirbt. Okay. Einfach angedeutscht, wieso rennt der Tower? Wollt vielleicht nur einen Tod am Tower haben, keine Ahnung warum. Also, das war ja. Naja, gut. Wie auch immer. Da war eh nichts mehr zu tun, aber schön. Wird gegankt und snackt sich noch eben den Katzix weg. Hier der zweite Blue. Kann den Blue auch behalten, weil Katharina halt keinen Mana hat. Normalerweise geht der zweite Blue eigentlich meistens an die Mitte. Ist immer netter. Lux dabei weiter am Farmen. Hat aber trotz der Reichweite 10 Creeps weniger. Das ist schon ordentlich was. Und Katharina farmt ordentlich weiter. Hat jetzt hier einen ziemlichen Goldvorteil in der Mitte. Auf der Toplane 2-1. Darius. Bei den Gegnern, ja, Katzix 0-2. Bisschen am Feeden, aber gut gegen Darius. Darius ist einfach gemein. Darius ist echt fies. Da müssten häufiger die Gangs von, ne? Hier, wie heißt sie? Diana kommen, genau. Katharina, oh, jetzt wollen sie Diana ganken. Wenn sie jetzt hier rumgeht, ist alles gut, ja. Da geht der Grappler da daneben. Und Diana kann er kommen. Lux wardet. Würde ich aber trotzdem jetzt ein. Katharina Ulti ready? Ja, hat. Aber. Macht ordentlich. Also man sieht deutlich mehr Schaden an Lux. Besonders mit dem Lebensraub. Hat sie schon Lebensraub-Items? Ne. Nicht Lebensraub. Zaubervampir. Shaco fordert sich zurück. Und man sieht, bis jetzt sieht's gut für die Lilanen aus. Jetzt 2. Vorsprung ist gegeben, aber Vorsprung ist jetzt nicht sehr weit ausgebaut. Man könnte jetzt. Oh, da kommt Diana rein.
Schweinchen, das wird eng. Oh, schafft das? Schafft das? Er schafft's. Shaco kommt auch noch rein als Hilfe, aber ein bisschen spät. Glück gehabt. Glück gehabt für Varus. Hätte ich nicht gedacht, dass der nochmal wegkommt. Oh, in der Mitte. Oh, schade. Aber die Creeps weggeballert, aber das hat auch nicht geholfen. Oh, jetzt noch ein Auto-Tag. Zusammen mit der Passiven könnte das genug Schaden machen, aber nein. Kommt nicht mehr dran, muss ich zurückziehen. Spannend, auf jeden Fall spannend. Hier unten. Warf ist gerade weg. Oh, der Speck kam schön. Hat sich aber durchgemogelt. Oh. Die sehen das ja aber durch den Ward hier. Dass der eine gerade weggeportet ist. Oben steht Shaco bereit. Hier ist auch wieder der Ward. Also sogar ein Pink Ward. Das heißt, selbst wenn Shaco jetzt versucht, hier einen Gang zu starten, wird es gesehen. Mietskätzchen. Mount. Oh. Da gehen sie halt auf Alistair drauf. Und da kommt auch noch Shaco zum Gang. Wird hochgeworfen. Aber das könnte... Ja, das könnte es gewesen sein für Alistair. Schöner mit dem Flash reingegangen. Oh. Da kommt die Ulti von Draven. Oh, die Kuh von Varus, aber die trifft leider nicht. Hätte wahrscheinlich aber auch nicht getötet, würde ich sagen, weil der hat doch genug Leben. So viel Schaden macht die Kuh nicht in dem Modus. Der Kampf Lux gegen Katarina echt ausgeglichen, finde ich, mittlerweile. Also Lux drückt echt gut Schaden mittlerweile. Kann auch Katarina meistens auf Abstand halten. Ja, da ist wieder so ein Fehler. Oh, ach, da wollte mit Jana gank. Stirbt aber. Und Katarina zieht sich zurück, holt sich jetzt aber noch den nächsten. Oder? Das wird eng, das wird eng. Oh, da hat sie Barriere. Und ja, klatscht Jana um. Das fand ich natürlich nicht so gut für das blaue Team. Lux stirbt. Dann, also, da kommt der Gank und sie stirbt auch noch. Jetzt hat Katarina 3-0. Das könnte ausschlaggebend sein. Weil die gefehlte Katarina mit der Ulti im Team Clash kann einiges reißen. Also sie kann ganz schön Schaden anbringen. Auf der Botlane. So. Relativ, ja, langweilig, sag ich mal. Hier 1-1-1. Auch 1-1 vom Supporter. Auch lustig. Der AD hat mehr Assists. Aber trotzdem beide Seiten relativ ausgeglichen. Was man mit der Mitte mittlerweile nicht sagen kann. Also mittlerweile hat Katarina hier ordentlichen... Naja, was heißt mittlerweile? Eigentlich schon von Anfang an. Oh. Da ist K6 weg. Na gut, den hat braucht eh keiner. Mit 0-2 war er... Ja, was heißt, der braucht keinen. Das war gemein. Aber er war nicht gerade der produktivste, sagen wir mal so. Darius versucht gerade ein bisschen zu pushen, macht aber nicht gerade den Schaden. Ach, schon ein bisschen angelutscht. Unten ist gerade Diana gestorben. Diana Gank. Und da hat sie die Nieder weggeholt. Haben sie gerade hingesetzt? Weil der war gerade eben schon mal komplett der Balken wieder voll. Ja, da muss ich Varus zurückziehen. Alistair ganz offensiv geht er rein, versucht ihn wegzuscheuchen vom Tower. Schafft's auch. Und ja, da wollte gerade sagen, da würde ich nicht nochmal reingehen. Aber er versucht es und scheitert. Ohne Mitte. Das gibt wahrscheinlich wieder einen Kill. Oder? Nee. Doch. Katarina zieht sich zurück. Hätte ich nicht gedacht. Hat wahrscheinlich Angst, dass jemand hier oben im Busche hockt. Hier holen sie sich eben den Blue Buff vom Gegner. Ich muss sagen, der Shaco echt gute Leistung. Sehr gute Leistung. Permanent am Ganken und permanent am Counter jungeln. Von den Towerherren. Oben hat Darius den Tower eingerissen beim Gegner. Hier ist der Tower vom blauen Team eingerissen worden. Nein, vom lila Team, Entschuldigung. Da vom, hier vom blauen, da vom lila. Und hier wurde gerade ein Draven gesnackt. Ja, Katarina mittlerweile 4-0. Wie viel AP hat sie denn?
91 AP, das macht schon gut Schaden. Das macht schon echt gut Schaden. Jetzt seit des Ganks unten übernimmt hier Shaco mal die Midlane. Aber mit Level 6 gegen Level 10 steckt er ganz schön. Der ist ganz schön niedrig vom Level her, finde ich. Ah, Draven ist auch nur Level 7. Hat aber 4-3. Das ist ein bisschen seltsam. Katrina gegen Level 11 hat ja also deutlich einen Level-Vorteil in der Mitte. Auf der Top-Lane gut, klar, ein Gegner ist AFK. Da ist nicht mehr viel. Hier wird gepinkt. Ohne Sinn. Shaco muss hier den nächsten Blue. Hat Darius gerade einen Blue abbekommen? Hat Darius überhaupt Mana? Darius hat Mana. Da war ich gerade echt nicht sicher. Ah, kleiner... Oh. Viel heiße Luft, hat jetzt nicht so viel Schaden angebracht. Katarina ist auch trotz Mage relativ stabil gebaut. Ist nicht ganz so squishy wie, sagen wir mal, Lux. Natürlich jetzt auch nicht gerade tanky, aber hält ein bisschen mehr aus. Ja, das sehen sie jetzt hier. Deswegen, ja, springt direkt drauf und holt sich den. Oh. Der kommt ganz knapp weg. Oh. Kommt jetzt der Pull, kommt der Pull. Zack, da ist er tot. Shaco ist ganz knapp entkommen. Man sieht wieder, dass er dieser kleine Ward hier hätte fast das Leben gekostet. Ach, das ist der echte. Das ist der Fake. Okay. So, hier können sie schön den Tor kloppen. Jo, können sie jetzt auch pushen. Da geht es nochmal schwer für den Alistar. Da kommt die Ulti. Einfach als kleine Drohgebärde, ja. Und um die Vasallen wegzusnacken. Das heißt, sie können jetzt nicht mehr pushen, müssen sich zurückziehen. Und auf die nächste Minion Wave warten. Darius hat gesagt, läuft nach oben, will sich jetzt den schönen Farm holen. Hat mittlerweile auch, ja, 90 Creep Kills. Damit sozusagen erster. Nee, gar nicht. Zweiter. Aber auf dem Schlachtfeld. Plus auch noch die Kills. Das gibt ordentlich Geld, ordentlichen Bonus. Katarina hier, 100 Creep Kills. Plus 5 Tode. Die ist echt eine ziemliche Gefahr. Ich würde sagen, die Hauptbedrohung des Leader-Teams. Da unten Gank von Diana, aber wird von der Ulti abgewehrt. Oh. Lux versucht uns zu helfen. Wird ein bisschen von Shaco angedutscht, aber nichts Ernstes. Oder? Nein. Naja. Sollte die Shaco erstmal mal lieber abhauen gegen drei Leute. Ja. Oh. Da flasht Jan hinterher. Und snackt sich den. Ja. Da stirbt er jetzt. Von Alistar. Ne, der Leo holt Diana. Draven holt Varus. Er ist ja 2 gegen 2 und ja, die drücken sich auseinander. Alistar unten ein bisschen abgeschlagen. Und da ist keine Zeit. Wo unten hier der das ganze Geraffel ist, kann er ein bisschen pushen. Ja, gerade eben war die Mini-Wave für hier. Der ist komplett bis hierhin gepusht. Kann hier gleich den Tower dodgen. Wird natürlich jetzt so overextended. Heißt das so? Ich glaube schon. Wer so weit hier vorne steht, natürlich, der läuft halt Gefahr, gegankt zu werden. Was jetzt auch der Fall ist, aber. Die Frage stellt sich hier gerade, wer gankt wen. Also, ne, Darius hält ordentlich was aus und macht ziemlich Schaden. Da kassiert noch ein. Wenn jetzt gleich die Ulti zurückkommt und ihn weghaut. Da kommt sie. Und zack! Ich wusste es. Schön. Schön. Sehr nice. Da muss sie wegrennen. Das kleine Mietskätzchen. Geht nochmal der Speer nach hinten. Ja, daneben. Alistar. Macht hier ein bisschen die Kuh auf der Botlane. Gönnt sich ein paar Fallen. Er müsste gar nicht unbedingt so weglaufen von Shaco, weil Shaco macht gegen so eine dicke Kuh kaum Schaden. Da macht die Kuh wahrscheinlich sogar mehr Schaden an Shaco. Prozentual betrachtet. Oh, und dann machen sie jetzt Push in der Mitte. Diana springt rein, aber... Oh, bricht damit gerade die Ulti von Katarina ab. Sehr schön. Wahrscheinlich ungewollt, aber
gut geklappt, sonst wäre, glaube ich, noch mehr Schaden durchgekommen. Konnte damit hier den Push komplett verhindern. Zusammen mit Lux gehen sie jagen. Shaco in der Zeit hier unten macht sich den Dragon. Da kommen auch die Pings von Blue, weil natürlich sie sehen das hier. Und Alistair versucht, den zu holen. Ob er das schaffen wird? Ja. Draven kommt, aber da flasht er sich. Das Problem ist für Shaco hat Smite, ne? Das bringt ja und flasht nicht viel. Oh. Ja. Da wird Schweinchen erwischt und kassiert. Geht nochmal die Ulti raus, aber die hat ihm jetzt auch nicht mehr das Leben gerettet. Oh. 9-11. Oh, er steht 11 zu 9. Es dreht sich gerade das Blatt. Trotz, dass sie ihm die Blauen nur zu 4 sind, hauen sie sich gerade ordentlich auf die Nase. Auch Darius, der meistens eher auf den Kopf rumlümmelt, ist sozusagen nur ein 4 gegen 4. Aber jetzt geht Darius auch runter. Könnte sich hier noch ein, zwei Kills wegsnacken, wenn er schnell genug ist. Oh, 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 oh. Da gehen die Pinks, da gehen die Pinks. Schade, aber holt er sich noch was? Na, da kommt Alistair und stupst ihn erstmal weg von den Carries. Könnte sogar jetzt ein bisschen bremslich für ihn werden. Oh. Da kommt die Ulti, aber eher auf Alistair. Ich glaube, das war eher ein Missklick. Denn, ne, warum sollte man den hauen? Oh, da holt er sich den noch. Holt sich hier vielleicht noch den zweiten und wird dann hier, oh, schön, vom Shaco, schade, knapp, vom Shaco auch nochmal gefiert und Darius kann sich den auch holen. Hier versucht nochmal von Varus den zu klauen oder den zu nehmen, den Kill. Leider nicht geklappt oder Gott sei Dank nicht geklappt, wie man sieht. Jetzt kommt Lydia wieder ordentlich zurück. Man muss sagen, hier, Darius sollte unbedingt in den Team Clash auch dabei sein. Der ist nämlich ziemlich stark und kann auch ziemlich viel regeln im Team Clash. Denn so 4 gegen 4 sind sie anscheinend unterlegen, die Lilan. Weil natürlich auch, wenn einer fehlt, ist natürlich auch der Farm für die anderen meistens höher, wenn sie geschickt farmen. Na, hier Kat. Wo ist Katzix? Ach, Katzix ist wieder da. Ach so, Katzix ist wieder da. Hab ich gleich mitbekommen, dass der AFK-Starrer rausgekommen ist. Ist aber gerade noch Level 8, deswegen hält er sich ein bisschen zurück. Gegen teilweise Level 14er. Die Ulti von Varus raus, aber da zerlegt sie ihn schon wieder. Oder? Kommt er noch weg? Kommt er weg? Sieht nicht so gut aus. Oh, vielleicht noch ein Double Kill für Darius? Diana? Nee. Darius snackt sich einfach weg. Katzixia hält sich im Hintergrund. Schießt ein paar Mal drauf. Jetzt ist mittlerweile vom Stat her ausgeglichen. 14-14, beide zwei Tower, aber das Lead-Team hat noch deutlich mehr Geld, also 4000. Ist schon eine Summe. Und der Unterschied ist nicht gerade gering. Ist aber 4000 ist noch so, noch gut aufholbar, ne? Da haben sich überlegt, ein schöner Baron allein macht schon ordentlichen Unterschied. Oder auch allgemein jetzt das Farm. Denn Farm ist bei LoL das halbe Spiel, ne? Und trotzdem wird's also häufig ziemlich stark sozusagen in den Hintergrund gedrängt und sozusagen mehr auf die ja, auf die Kills sozusagen geachtet. Darius, nee, nicht Darius, wer ist der? Darius, wer ist denn Darius? Wer ist Fifi? Draven, danke. Draven. Draven holt sich hier im Red. Gott, Six sollte hier vielleicht mal ein bisschen noch jungeln. Will aber lieber ein paar Kills haben. Ich weiß nicht. Obwohl hier ist noch eine Level 10. Jungle, da versucht er ein bisschen auf der Botlane zu farmen. Oh. Das wird wahrscheinlich böse enden. Oh, der ist dann gegen daneben, aber es reicht aus. Da war Niederlehr von 4 Leuten eingekleist und wurde dann wegsnackt. Was jetzt ja, das Blatt gewendet hat, was für den Kills angeht. Jetzt steht es 15-14. Es wird auf jeden Fall interessant. Ich dachte echt schon, das wäre schon bei einem gelaufenen Spiel. Aber es wendet sich gerade. Also wenn die Lila sich jetzt nicht anstrengen, könnten ich hier noch den Sieg entrissen bekommen. Spannend. Spannende Situation. Gerne wird hier beim Jungle abgefangen. Varus Ulti geht rein. Varus passiert ordentlich, zieht sich zurück. Darius holt hier einen Kill. Wollte sich noch einen? Nee.
Oh, da kommt die Ulti. Das war knapp. Jetzt soll sich Varus wirklich mal verdrücken. Oh, Katarina. Holt sich hier noch. Ne, holt sich ja keinen Kill. Wird hier geholt. Darius flasht sich rüber, aber auch da ist es vorbei. Raven, nice Double Kill. Shaco lümmelt hier am Rande rum. Mittlerweile 17 zu 15, also es verschiebt sich gerade extrem. Auch vom Preis, vom Geld her, nur noch 2,7000 Unterschied. Oder 2,7k Unterschied. Von 4 gerade noch für wenige Sekunden. Die auch gerade stark alle in einem Pulk am Pushen. Nur Diana ist gerade auf Top-Lane ein bisschen verteidigen. Shaco will jetzt hier von der Seite reinkommen. Schickt seinen Klon vor, der hier ordentlich zerlegt wird. Was unbedingt der sinnvollste Verwendungszweck ist für die Ulti, ich weiß ja nicht, aber naja. Oh, da wird Varus geslowt. Kann sich hier wegflashen. Jetzt lernen. Die sollten jetzt hier ein bisschen warten, bis Darius da ist und jetzt nicht hier direkt engagen. Besonders da Darius halt am besten als Frontmann einzusetzen ist. Da der ja mit Abstand am Tank. Ich bin ja ganz am Knarzen übrigens an meinem Tisch. Kurze Info. Weil der mit Abstand am tankigsten ist. Der jungelt hier mal ein bisschen. Das Bauteam portet sich gerade massenweise zurück. Und damit ist Diana hier allein am Tower. Ah, jetzt kommt Alistar. Sie könnten jetzt nutzen und hier noch ein bisschen pushen, vielleicht sogar den Tower einreißen. Er hat nämlich auch noch nur Hälfte des Lebens. Wenn der Varus, der ordentlich mit dem ordentlichen AD-Schaden. Ja, Alistar versucht hier ein bisschen zu schützen, indem er einfach reinrennt und Ulti zündet. Und, oh! Diana holt sich hier jemanden. Kassiert dafür aber auch. Und, ja, da müssen sich die Lilian jetzt zurückziehen. Und werden jetzt auch gejagt. Da kam eine Ulti, warum auch immer. Jetzt gehen die dann Kämpfe wieder zurück. Draven bisschen abgespaltet. Abgespalten. Alistar entkommt. Ja, der Klon ist weg. Damit natürlich mit dem Klon sieht es immer ein bisschen besser aus, wenn man zu dritt auf jemanden zuläuft, anstatt zu zweit. Wirkt immer gleich bedrohlicher. Ja, Darius zum nicht mehr so viel Leben. Und auch Shaco sollten sich langsam mal ein bisschen zurückziehen. Beziehungsweise auf die anderen warten. Ja. Die langsam jetzt reingetröpfelt kommen. Katarina ist noch tot. Mittlerweile von 5-0 auf 6-3 gefallen. Da sieht man, im 1 gegen 1 ist sie wohl deutlich besser als gegen eine ganze Gruppe. Natürlich, weil sie halt im Team Clash auch ordentlich gefolgt wird, weil sie halt nicht so stabil ist. Und halt mitten reingehen muss mit ihrer Ulti. Oh, Diana springt da rein. Obwohl sich hier die niederlebt, beziehungsweise Lux holt sich die dann. Oder pushen sie weiter. Shaco kann ja klammheimlich verschwinden. Ne, er rennt wieder rein. Greift sie die Lux an. Ist das. Ne, das ist der echte. Bisschen wagemutig, extrem wagemutig. Ich meine, klar, der hat hier immer seinen Wegstuppen, aber trotzdem wagemutig, würde ich sagen. Wäre hier einmal an die Wand geklatscht worden, wäre es, glaube ich, Ende gewesen. Na, Varus versucht hier ein bisschen zu jungeln. Während die Blauen jetzt den Tower wegpushen, klar, kann auch nichts machen. 1 gegen 3 oder 1 gegen 2. Der ist AFK. Ah, okay. Und sie jetzt den Tower. Und man sieht, sie haben mittlerweile Geld fast Gleichstand. Von den Towern her, von den Türmen sind sie im Vorteil und auch von den Kills im Vorteil. Das könnte echt noch schlecht ausgehen für die Lilan. Oh, hier wollen sie sich Blue holen, werden aber dabei gestört. Jetzt geht Darius hier rein, aber steht jetzt hier allein in 4. Das hält doch eher nicht aus. Die anderen sollten jetzt langsam mal kommen, da kommen sie auch, aber relativ spät. Ja, da kann sich jetzt hier rüber stuppen. Oh, da sterben sie. Da stirbt der Nächste. Katarina versucht noch zu entkommen. Schafft es? Nee. Doch. Oh, holt sich hier sogar noch ein. Und das dann geht daneben. Und kann er hier auch noch entkommen, oder? Holt sich vielleicht sogar hier noch jetzt die Kuh. Triple. Komm, komm, komm. Und jetzt, komm, komm. Penta. Schön.
einfach nur schön. Das ist sehr schöner Penta. Das. Moment. Oh, ich brauche einen Stift, ich brauche einen Stift. Ey, so. Einen Moment. Ich muss mal kurz einmal den Namen von der Katharina rausschreiben. T-E-A-K-U. So. Nur damit ich vielleicht, falls es ein Deutscher ist, mit Ä, ne, kann ja vielleicht sein, mich anschreiben kann, damit vielleicht mich sagen kann, von wegen ich habe Penta aufgezeichnet. Da freuen sich mal die Leute. Wenn sie nicht nur Penta machen, sondern wenn es auch noch aufgezeichnet wird. Schöne Grüße übrigens, falls du das hier gerade siehst. Oh. Weiter geht's. Blubber für Katharina. Ja gut, die ist ja auch natürlich ständig oben. Klar, da muss nochmal Blubber her. Und sich hier eben den Dragon. Könnten aber vielleicht gestört werden. Ah, ne, hier ist mitten der... Oh, da kommt die Ulti. Ein Ticken zu spät. Aber klar, mit Smite ist das immer so eine Sache. Wenn die Gegner Smite haben, dann zu klauen. Oh, Lester engaged. Klatsche in die Wand. Jetzt kommen die anderen, die Carries kommen. Shaco geht mitten rein. Das sieht doch ziemlich. Da kommt noch die Ulti. Jetzt sollte der Schweinchen sich eigentlich verdrücken. Aber er geht mitten rein. Oh, Shaco. Ne, das ist kein Shaco, das ist ja ein Yele. Versucht hier doch den zu holen, schafft es aber auch nicht. Wird dann hier von Kat6 in den Rücken geschlagen und damit hingerichtet. Oh, jetzt kommt Darius von oben. Flasht sich und zack. Das könnte sogar Double Kill werden mit der Ulti. Zack, ja. Schön. Schön Double Kill von Darius. Mittlerweile auf 8-4. Katharina hat sich auch mittlerweile auf 12-4 geholt. Oder, ja, ich hätte fast gesagt gestealt, aber sie spielt ja gut. Das gestealt wäre dann nicht schön. Draven macht in der Zeit hier schön seelenruhig den Tower durch und pusht so hier die Vasallen bis zum Inhibitor Tower. Hier auch, bis zum Inhibitor Tower. Auf der Toplane steht noch alles. Man sieht, wo Darius war. Da war bis vor kurzem kein Durchkommen. Für die Blauen sieht es tower-technisch relativ gut aus, aber hier, ne, wenn hier ein guter Push kommt nach dem Ace, kann hier schnell mein Tower und der Inhibitor fallen. Über den Rücken aufeinander zu. Ping. Hier oben soll jemand die Vasallen aufhalten aus dem blauen Team. Bewegt sich aber keiner, doch Kat6 geht jetzt nach oben. Holt sich eben den Farm. Was machen sie hier? Ach, die wollen unbedingt die Tower. Aber sonst werden jetzt auch noch Shaco Ulti setzt. Ne, aber trotzdem. Der geht weg. Auf der Botlane pushen jetzt die Lilan. Die Blauen versuchen sich schnell zu sammeln, versuchen dagegen was anzugehen, aber 4 gegen 2. Ah, 77 so gut aus. Da kommt der dritte. Und jetzt kommen die anderen beiden. Das heißt, die Lila müssen sich jetzt mal zurückziehen. Oder sollten sich zurückziehen. Oh, hier oben. Bleiben sie im Busch. Ziehen sich jetzt zurück. Oh, schön. Schöner Lux Double Kill. Traumhaft. Die bleiben, versucht jetzt auch im Busch und. Oh, schön. Falle schnappt zu. Oh, da sterben recht zwei. Der dritte wahrscheinlich jetzt auch wenn es eine Kuh ist mit Ulti. So viel Damage hält auch sie nicht aus. Platsch. Und da geht der. Da hat Shaco nochmal passiert. Zack. Triple Kill für Darius. Nett. Lux steht jetzt hier, versucht den Tower zu verteidigen. Wird sich aber wahrscheinlich zurückziehen müssen. Die beiden machen es ja meistens gefeedet. Und ja, würden die Lux. Ja, hauen die Lux in kleine Stücke. Und noch der Pull wahrscheinlich. Na? Da ist der Pull und da ist sie auch schon weg. Oh, setzt. Ah, setzt im letzten Moment noch Dings ein. Ach, wer ist das Zeug? Ne? Sunia Stundenglas, genau. Da wird man halt für kurze Zeit unbesiegbar. Und ja, so konnte sie kurz noch weiterleben, hat ihr aber insgesamt auch nicht geholfen. Ja, die Lilan können jetzt hier ordentlich pushen, auch bis zum Inhibitor Tower. Es steht 30-30.
Die dann haben wieder einen gewissen Vorsprung mit 5000. Oh, Darius. Das wird schlecht enden. Ah, da hilft doch keine Ulti mehr. Da hat Darius zerlegt. Hat auch ordentlich Geld gebracht. 525. Katharina portet sich hier back. Niederlese sollte auch nicht hier so aggressiv herumstehen. Varus, ja, der mit 2,8 ist ziemlich abgeschlagen. Versucht jetzt hier ein bisschen zu Jungle wieder ins Spiel zu kommen. Oh, Baron-Versuch. Oder auch nicht. Wird stark ping von beiden Seiten. Wird es mal gewardet. Nochmal ein Ward. Ja, wer macht es? Wer versucht sich? Wer traut sich? Komm her, ich. Ah, okay. Die Violetten sind sich ja nicht ganz sicher. Wird ja gerade Baron gemacht. Sehen aber hier, ne. Dafür sind zu viele Leute draußen. Oh, das Schweinchen holt sich ja den K6. Oh, hier wird auch Darius geholt. Darius. Wer ist denn die? Diana? Meine Güte, so viele Namen. D. Sehr schlimm. Draven, Darius. Und, Diana. Klingt alles so ähnlich. Schlimm. 31 zu 32. Es ist echt, knapp. Jetzt sind wieder die Lilan gerade am Pushen. Alistar geht mitten rein mit seiner Ulti. Und wird sich jetzt einen nach dem anderen wegholen. Katharina. Ich spring nochmal rein mit Ulti, aber. Oh, setzt auch jetzt so hier so Nias ein. Aber kassiert. Ne, holt sich auch nicht mehr die Dings. Hier wird noch ein bisschen überlegt, soll ich noch einen Speer werfen, ha? Bringt aber auch nichts mehr. Hier kommen die Pings auf Baron. Ich muss sagen, hier drei auf einer Seite tot. Einer auf der linken, ja, gut. Da sollten sie jetzt wirklich sich einmal heilen. Und dann vielleicht schnell, ja, 22 Sekunden. Vielleicht schnell hinhuschen. Aber Darius ist halt eine ziemlich Kampfmaschine. Ziemlich gefährlich in dem Spiel. Noch allgemein sehr stark. Man könnte sogar vielleicht ein bisschen OP sagen. Aber besonders die Ulti, ne, klatscht die ja mal richtig schön rein. Die können echt einen Strich durch die Rechnung machen. Aber hier, wie gesagt, schön gewardet. Alles im Bereich. Die Lilan haben hier einen Ward, aber kein Ward beim Baron. Das ist immer so, ne? Ein bisschen kritisch zu betrachten. Oh, da wird hier... Oh, da wird Nidalee einfach nur fertig gemacht. Gegen so viel Damage hat es keine Chance. Da auf seiner Zeit hier Friedrich weiter am Farmen. Ne? 235 mittlerweile. Also, der ist echt durch langsam. Versucht doch mal jetzt gegen Alistar. Alistar setzt Scholeis ein. Kommt damit auch weg. Plus Flasher noch. Aber sie Darius haut ordentlich zu. Jetzt die Blauen versuchen hier. Baron werden von zwei Violetten beobachtet. Von dritten sogar. Das hier mit Smite könnte das echt eng werden. Oh, oh, oh. Ja. Da hat sich. Schön. Schön gemacht. Vom Shaco. Klatsch. Hat sich hier mit Smite kurz an die Wand gestuppt, dann Smite hinterher und hat sich damit den Baron gesnackt. Sehr schön. Was er jetzt einen ordentlichen Geldschub nochmal gegeben hat. Und jetzt natürlich vier Leute ausgeschaltet, nur K6 lebt. K6 kann er nichts mehr machen, kann doof zugucken. Keiner vom Leader-Team gestorben. Also sehr, sehr guter, sehr effektiver Team Clash. Können jetzt hier den Tower platt machen, können den hier wieder flach legen. Und, oh, die sind sogar noch 11 Sekunden weg zum Teil. Oh, das können vielleicht noch ein, zwei, vielleicht sogar zwei Tower noch legen. Oh, oh. Vielleicht sogar das Ende des Spiels. Das wird spannend. Noch 10 Sekunden für Draven. Oh, aber das ist ziemlich viel Schaden. Ja. Da fällt der zweite Turm. Und da fällt jetzt auch die Base. Sehr schönes Spiel, wirklich wieder ein Good Game. Schweinchen hat wieder mal, was heißt wieder mal, hat gewonnen, das Leader-Team. Beide Seiten gut gespielt, es gab mehrfach hin und her, besonders als die Blauen waren deutlich stärker erst. Dann ist der Dings AFK gegangen, für kurze Zeit, also für eine gewisse Zeit. Da haben die Lilan durchgepusht und haben auch diesen Vorteil konnten sie behalten, auch ein paar Rückschläge konnten sie dann insgesamt halten. Dann der schöne Baron hier, schön gesteelt mit Smite und ja. Dann führt ein zum anderen und der Sieg kam.
Ich sage nur für, also zu euch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.